1. September 1939. Die Wehrmacht überfällt Polen. Der Zweite Weltkrieg beginnt. Die modernste Armee der Welt will ihren Gegner in einer Blitzattacke vernichten. Über 1 Million deutsche Soldaten erleben in Polen ihre Feuertaufe. Ganz normale Männer. Und doch begehen deutsche Truppen vom ersten Tag an in Polen unfassbare Verbrechen. Sie brennen ganze Landstriche nieder, terrorisieren die Bevölkerung, töten Zivilisten. Das war völlig klar damals, dass man dabei eklatante Brüche des Kriegsvölkerrechts beging. Wie ist diese Brutalität bereits zu Anfang des Krieges zu erklären? Warum wurden die deutschen Soldaten schon im Polenfeldzug zu skrupellosen Mördern? Und aus welchem Grund gab es nur wenige, die sich widersetzten? Die Aufzeichnungen von 3 Soldaten erzählen die wahre Geschichte des Krieges. Die Männer kämpfen in vorderster Linie, begehen eiskalte Morde. Andere versuchen, mit den polnischen Feinden menschlich umzugehen. Menschen werden erstmal dazu erzogen, andere Menschen nicht umzubringen. Polen 39. Ein Krieg, der die Weichen für das größte Menschheitsverbrechen stellt. Ein Krieg, der alle Illusionen über das Dritte Reich zerstört. Und doch kann auch dieser Krieg den letzten Funken Menschlichkeit nicht auslöschen. Die deutsch-polnische Grenze am 1. September 1939. Der Überfall beginnt. Zur ersten Angriffswelle gehört der Artilleriebeobachter Walter K. Er führt Tagebuch während des Feldzugs. Am 1. September schreibt er: Schlag 4:45 Uhr setzte das Feuer unserer Artillerie ein. Zur gleichen Zeit überschritt die Infanterie die Grenze. Ganz schwacher feindlicher Widerstand. Dann sind die ersten Granaten bei uns eingeschlagen. Ein saudummes Gefühl. Der Berufssoldat Walter K. schildert den Polenfeldzug aus der Perspektive des einfachen Frontkämpfers. Er erlebt den Krieg in vorderster Linie in seiner ganzen Brutalität. Es ist eine hochmobile Armee, die 1939 über Polen herfällt. Das oberste Ziel der deutschen Strategie lautet: so rasch und so vernichtend wie möglich soll der polnische Gegner geschlagen werden. Von 3 Seiten aus greifen die deutschen Verbände an. Um ihr Ziel möglichst schnell zu erreichen, sind den Invasoren alle Mittel recht. Die deutschen Truppenführer hatten den Befehl, bei ihrem Angriff auch Terror gegen die polnische Bevölkerung auszuüben. Damit demoralisierten die Deutschen die polnische Armee und erschwerten ihre Mobilisation im Hinterland. Ohne Pause fliegt die deutsche Luftwaffe eine Angriffswelle nach der nächsten, auch gegen Ziele hinter der Front. Später berichten viele deutsche Piloten, wie sie polnische Kolonnen attackierten, militärische und zivile. Menschen werden erstmal dazu erzogen, andere Menschen nicht umzubringen. Und dann muss man in einem zweiten Schritt, muss jede Kultur sagen, das gilt aber nur für Leute von uns. Bei den anderen darfst du manchmal schon töten. Und dann hilft es halt eben, wenn man sagt, das sind unsere Feinde, die wollen uns was Böses. Sehr häufig wird ja auch mit Notwehr argumentiert. Ja, also wenn wir die jetzt nicht umbringen, bringen die uns morgen um. Und insofern wehren wir uns doch eigentlich nur. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen.
Zeit. 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. In der Nähe der polnischen Grenze wartet am 1. September auch Erich Ehlers auf seinen Marschbefehl. Der Polenfeldzug beginnt. Doch nicht für uns. Das schreibt Erich Ehlers in seinem Kriegsalbum, in dem er seine Erinnerungen an den Polenfeldzug festhält. Erich Ehlers gehört zu einer Formation von kleinen mobilen Einheiten, die hinter der Wehrmacht nach Polen einrücken sollen. Den Einsatzgruppen. Sie unterstehen dem Reichsführer SS. Im September 1939 steht Erich Ehlers im Rang eines Hauptsturmführers. Als überzeugter Nationalsozialist hatte er in der SS schnell Karriere gemacht. Die SS genannte Schutzstaffel gilt im Dritten Reich als rassische und ideologische Elite. Im Krieg sollen die Angehörigen der SS die Speerspitze bilden, um die rassistischen und imperialistischen Ziele des Dritten Reiches in die Tat umzusetzen. Die Kerngedanken der nationalsozialistischen Ideologie waren der Antisemitismus, also in der nationalsozialistischen Formulierung die Endlösung der Judenfrage und darüber hinaus dann auch die Gewinnung von Lebensraum im Osten. Das waren die beiden zentralen Leitgedanken des Regimes und darauf war letzten Endes auch der Krieg ausgerichtet. Am 1. September schreibt der 44-jährige Reservist Wilhelm Hosenfeld, der kurz zuvor eingezogen worden war, einen Brief an seinen Sohn in die Heimat. Die Forderungen des Führers waren annehmbar, bescheiden und hätten dazu gedient, den Frieden zu erhalten. Für den Veteran des Ersten Weltkriegs gibt es keine Zweifel. Wenn es von mir gefordert wird, dann gehe ich an die Front. Seit Beginn des Polenfeldzuges fertigt Wilhelm Hosenfeld umfangreiche Aufzeichnungen von seiner Zeit als Soldat an. Der fünffache Familienvater ist überzeugter Patriot und glaubt anfangs auch an die Rechtmäßigkeit der nationalsozialistischen Bewegung. Bereits als junger Mann hatte er für Deutschland im Ersten Weltkrieg gekämpft. Im August 1914 beginnen die europäischen Großmächte einen Krieg, der zum Trauma einer ganzen Generation werden wird. 4 Jahre lang bekämpfen sich die Nationen mit allen Mitteln. 1918 hat Deutschland den Krieg verloren. Die Bilanz? Über 10 Millionen Tote. Und die Zerstörung des alten Europa. In Versailles beraten die Siegermächte 1919 über die neue Weltordnung und die Gründung neuer Staaten in Europa. Polen war vor über 100 Jahren von Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland aufgeteilt worden. Jetzt soll der Staat auf die Landkarte zurückkehren. Auf Kosten der Verlierer des Weltkriegs, vor allen Dingen auf Kosten Deutschlands. Deutschland und Polen sind komplementär verfeindet. Das heißt, es gibt seit den Teilungen Polens gibt es die goldene Regel in der europäischen Politik. Wenn Deutschland etwas gewinnt, dann auf Kosten Polens. Und wenn wie 1918-19 Polen etwas gewinnt, dann auf Kosten Deutschlands. Auch im Westen muss Deutschland Gebiete abtreten. Doch besonders schwer wiegen die Verluste im Osten. Die Deutschen müssen auf Westpreußen, Posen und Teile Schlesiens verzichten. Danzig wird zur freien Stadt erklärt. Ostpreußen vom Rest des Reiches abgetrennt. Polen wird damit zu einer neuen Macht im Osten, zum Missfallen der allermeisten Deutschen. Der verlorene deutsche Osten ist für die Parteien der Weimarer Republik eines der ganz wenigen Themen, das sie wirklich verbindet. Sie sind ja zutiefst verfeindet untereinander, Linke und Rechte, später auch die Nationalsozialisten und Kommunisten. Und was diese Parteien gemeinsam haben, ist die Ablehnung oder die feindliche Einstellung gegenüber dem Grenzverlauf zu Polen. Die Deutschen fühlen sich betrogen, hintergangen.
Seit dem 1. September kämpft die Einheit des Wehrmachtssoldaten Walter K. im Gebiet der Heeresgruppe Süd an vorderster Front. Von Anfang an wird der deutsche Überfall auf Polen von einem besonderen Phänomen begleitet. Die Angst der deutschen Soldaten vor zivilen Heckenschützen. So berichtet auch Walter K. in seinem Tagebuch von einem Guerillakrieg, in den die Wehrmacht geraten sei. Und er schreibt von dem rigorosen Vorgehen seiner Einheit. Abfackeln. Alle Dörfer werden von uns in Brand gesteckt. Nicht ein Haus bleibt verschont. Zahlreiche Tagebücher und Feldpostbriefe berichten Ähnliches. Kilometer weit erstrecken sich die Gehöfte. Alle stehen in Flammen. Auch die Begründungen gleichen sich. Es sei die Antwort auf den heimtückischen Widerstand von Hecken, Baum oder Dachschützen, von Freischärlern oder Zivilisten. Und die Erwartung auf Wehrmachtsseite war, dass die polnische Bevölkerung sich massiv, die Zivilbevölkerung sich massiv am Kampf gegen die Wehrmacht beteiligen würde. Davon ging man als gegeben aus. Und entsprechend formulierte man Warnungen an die Truppe, in denen wortwörtlich stand, die slawische Bevölkerung ist hinterhältig, da kann man niemandem trauen, da sind auch viele Juden, es werden mit Sicherheit Brunnen vergiftet werden und die Zivilbevölkerung wird bei der kleinsten Gelegenheit der Wehrmacht bewaffnet in den Rücken fallen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Wehrmachtssoldaten in allen Gebieten, die sie erobern, rücksichtslos gegen die polnische Zivilbevölkerung vorgehen, die sie pauschal als Partisanen verdächtigen. Es ist die Jagd auf ein Phantom. Es wurden keine Partisaneneinheiten gebildet. Es gab keine Pläne, größere Sabotageeinheiten im Rücken der deutschen Armee einzusetzen. In der polnischen Kriegsdoktrin war auch keine Rede davon, die Zivilbevölkerung in den einzelnen Orten in die Kämpfe mit einzubeziehen. Hinter der kämpfenden Truppe macht sich der Reservist Wilhelm Hosenfeld auf den Weg zu seinem Einsatzort. Als älterer Jahrgang wurde er für den Etappendienst eingeteilt. Bei einem Zwischenstopp macht Hosenfeld erste Bekanntschaft mit den Einheimischen. Viele Kinder standen um uns herum und staunten uns an. Ich schenkte dem Jungen, der mir das Wasser pumpte, 10 Pfennige. Da hat er sich sehr gefreut. Ich danke dir. Danke. Wilhelm Hosenfeld gehört zu den wenigen deutschen Soldaten, die 1939 in Polen Empathie mit den Einheimischen zeigen. Empathie bezieht sich eigentlich auch immer nur auf eine bestimmte Person oder eine kleine Gruppe von Personen. Empathie bezieht sich eigentlich selten auf abstrakte Werte, die es zu verteidigen gilt. Und deshalb ist die Empathie halt, wird häufig dadurch getriggert, dass ich halt eben einer Person begegne, die ich dann wirklich auch als Mensch wahrnehme. Und der ich dann gegenüber mich nicht mehr so gewalttätig verhalten kann, als wenn ich sie nur als Repräsentanten ihrer Gruppe wahrnehmen würde. Die deutsche Kriegsplanung sieht Empathie nicht vor. Hitler hatte im August die Spitzen der Wehrmacht in sein Domizil auf den Obersalzberg geladen. Geheime Mitschriften berichten davon. Wir müssen unser Herz verschließen gegen Mitleid. Wir müssen brutal vorgehen. Der Stärkere hat das Recht. Größte Härte ist deshalb erlaubt. Unser Ziel ist die Vernichtung Polens, die Beseitigung seiner lebendigen Kraft. Obwohl die Generäle Schlimmes ahnen, widersetzen sie sich den Plänen Hitlers nicht. Und was Hitler dort macht, das ist im Prinzip ist ein Einschwören auf einen möglichst schnellen, aber auch möglichst brutalen Krieg. Hitler ist sich durchaus darüber im Klaren, dass der Krieg gegen Polen schnell gewonnen werden muss. Gleichzeitig, das spielt auf dem Obersalzberg auch eine Rolle, ist ein Mordprogramm in Gang gesetzt worden. Hitler hat in Auftrag gegeben, dass sogenannte Einsatzgruppen der Polizei hinter der Wehrmacht in Polen einmarschieren und dort größere Teile der polnischen Eliten des Bildungsbürgertums ermorden sollen, weil sie als gefährlich eingestuft werden.
Drei Tage nach Beginn des Feldzugs überschreitet auch Hauptsturmführer Erich Ehlers mit seiner Einsatzgruppe die polnische Grenze. Ihr erster Stopp ist der Ort Lubliniec. Dort ist bereits ein deutsches Einsatzkommando eingerückt und hat sich im Krankenhaus einquartiert. Drei Rasiermesserhelden haben wir hier, Herr Hauptsturmführer. Wir kümmern uns darum. Am 4. September 1939 beginnt für Erich Ehlers der Vernichtungskrieg im Osten. Erledigt das jüdische Gesindel. Der Antisemitismus gehört von Anfang an zur DNA der NS-Ideologie. Propagandablätter wie Der Stürmer schüren im Dritten Reich systematisch den Hass gegen das Judentum. Viele deutsche Soldaten marschieren deshalb mit ausgeprägten rassistischen Vorurteilen in Polen ein. Auch eine lange Tradition der Slawen- und Polenfeindlichkeit existiert in Deutschland. Die Nazis machen aus ihnen die verhassten und verachteten Untermenschen, die neben den Juden als sogenannte Volksfeinde verfolgt und bekämpft werden sollen. Das Regiment von Walter K. kämpft die meiste Zeit in vorderster Linie. Es dauert fast eine Woche, bis seine Einheit eine Pause erhält. Endlich findet der Unteroffizier Zeit, nach Hause zu schreiben. Mein Liebling, wir haben den Krieg mit allen Schrecken kennengelernt. Unaufhaltsam geht der Vormarsch weiter. So mancher Kamerad von uns musste ins Gras beißen. Wer weiß, mein Schatz, ob wir uns wiedersehen? Ich glaube es nicht. Dein lieber Walter. Die hat sich im Keller versteckt. Lasst sie laufen. Heute Mittag waren wir in einer Mühle. Die Müllerin haben wir ganz verstört aus dem Keller gezogen. Der Angriff der Wehrmacht in Polen geht auch nach den ersten Tagen unvermindert weiter. Widerstand wird rücksichtslos gebrochen. Bei den Kämpfen kommen auch viele Zivilisten ums Leben, darunter alte Menschen, Frauen und Kinder. Ein Aspekt, der erst in jüngster Zeit thematisiert wird, sind die Übergriffe von Wehrmachtssoldaten auf die weibliche polnische Bevölkerung. Wir sehen, dass die Wehrmacht beim Einmarsch nach Polen sexuelle Gewalttaten verübt, also einzelne Mitglieder der Wehrmacht, aber auch einzelne Mitglieder der Einsatzgruppen, der Sicherheitspolizei etc. Das sind oftmals Gruppenvergewaltigungen. Und wenn man hier soziologische Erklärungen heranzieht, wird oft argumentiert, dass das eigentlich einer Vergemeinschaftung dient. Also man verübt zusammen eine verbrecherische Tat, das schweißt die Kleingruppe zusammen, die dann weiter in diesem verbrecherischen Krieg agiert. September 1939 in der südpolnischen Stadt Kielce. Aufmachen! Hausdurchsuchung! Fünf Soldaten dringen in das Haus einer Eisenbahnerin ein. Sie wollen plündern. Doch dann fällt ihnen die 16-jährige Tochter auf. Die Soldaten betrachten die polnische Bevölkerung als Freiwild. Gemeinsam vergewaltigen sie das junge Mädchen. Die Feldgendarmerie hat begonnen zu ermitteln und die Soldaten haben, was sehr bezeichnend ist, zu Protokoll gegeben, dass sie davon ausgegangen sind, dass das ihr gutes Recht sei oder dass sie zumindest straffrei davonkommen würden und waren recht überrascht, dass sie dann doch in die Fänge der Feldgendarmerie gerieten. Aber ob die Soldaten jetzt abgeurteilt wurden und in welcher Form, erschließt sich nicht. Auch knapp zwei Wochen nach Beginn des Überfalls kämpft Walter K. mit seiner Einheit in vorderster Linie. Am 12. September erreichen sie das Dorf Pludwine, nördlich von Lodz. Walter K. schildert in seinen Aufzeichnungen,
wie seine Einheit seit Tagen in schwere Kämpfe verwickelt ist und sich überall von Freischärlern bedroht sieht. Die ganze Nacht wurden wir beschossen, aber sie haben uns nicht geschnappt. Jetzt setzt endlich eine große Säuberungsaktion in den Ortschaften ein. Überall werden polnische Zivilisten und Soldaten herausgezogen. Legt an! Feuer! Am Leben blieb niemand. Alle Hunde erschossen. Das Massaker von Plotwine. Nur eines von vielen Verbrechen der Wehrmacht gegen die Zivilbevölkerung, wie die Fotos vom September 1939 belegen. Das war völlig klar damals, dass man dabei eklatante Brüche des Kriegsvölkerrechts beging. Von Wehrmachtsseite völlig klar. Und wenn man sich die Proteste der Wehrmacht gegen das Vorgehen der SS und der Einsatzgruppen anschaut, dann darf man dabei natürlich eines nicht vergessen. Zum selben Zeitpunkt, wo die Einsatzgruppen in Polen gemordet haben, haben auch deutsche, also Wehrmachtseinheiten in Polen gemordet. Dagegen hat aber kein General der Wehrmacht protestiert. Eine Kultur des Gehorsams, tief in der deutschen Mentalität verankert, sorgt dafür, dass fast niemand von der verbrecherischen Norm abweicht. Verstärkt wird sie durch das Leitbild der Kameradschaft, die im NS-Staat rassistisch begründet und mythisch verklärt ist. In der Kameradschaft sehen viele Soldaten ihre Männlichkeit gewahrt. Für manche wird die Einheit zum Familienersatz. In der sogenannten kämpfenden Volksgemeinschaft ist die Kameradschaft der Kitt, der die Wehrmacht auf allen Kriegsschauplätzen zusammenhält. Krieg führen ist immer ein kollektives Unterfangen, bei dem der Einzelne Entscheidungsbefugnisse abgibt. Und in kriegerischen Situationen wird da genau dieses Verhaltensmodul im Menschen aktiviert. Also man schart sich um die Flagge, wie es so schön heißt, und denkt dann nur noch im Kollektiv und schützt vor allen Dingen die eigenen Kameraden. Der Feind ist einem ziemlich egal, den gilt es umzubringen. Das ist so eine psychologische Dynamik, die man in allen Kriegen dieser Welt beobachten kann. Konskie in Zentralpolen. In dem beschaulichen Städtchen kommt es am 12. September 1939 zu einem tragischen Vorfall. Die Wehrmacht verübt an der polnischen Zivilbevölkerung ein Massaker. Vor Ort ist eine berühmte Augenzeugin, die Regisseurin Leni Riefenstahl, ein internationales Aushängeschild des Dritten Reiches. Der Sonderfilmtrupp Riefenstahl soll im Auftrag Adolf Hitlers den Feldzug in Polen und die Heldentaten der Wehrmacht für die Nachwelt auf Film verewigen. Sie hatte alle möglichen Vollmachten. Sie wurde auch technisch perfekt ausgestattet. Sie bekam zwei Autos, ein Motorrad mit Beiwagen, eine Schutztruppe. Kurz, sie hatte große Freiheiten, weil Adolf Hitler und Josef Goebbels davon überzeugt waren, dass dank der Begabung von Leni Riefenstahl ein wunderbarer, monumentaler Film über den Sieg in Polen entstehen wird. Seit Riefenstahl in ihrem Film »Triumph des Willens« über den Reichsparteitag 1934 den Führerkult perfekt in Szene gesetzt hat, ist sie Hitlers Lieblingsregisseurin. Das Propagandawerk verherrlicht die NS-Volksgemeinschaft in einem Massenspektakel. Doch die Realität des Krieges sieht anders aus. Jüdische Zivilisten werden an diesem Tag von den Deutschen zusammengetrieben und gezwungen, auf einem Kirchenvorplatz Gräber für gefallene Wehrmachtssoldaten auszuheben. Riefenstahl wird Zeugin, wie die deutschen Soldaten die Juden mit brutalen Schlägen zum Graben antreiben. Schneller! Endlich lernt ihr Saujuden ehrliche Arbeit kennen! Die Regisseurin ist entsetzt und protestiert. Hört auf damit! Das ist eines deutschen Soldaten nicht würdig. So schildert sie es in ihren Memoiren. Eine Darstellung, die heute umstritten ist.
Leni Riefenstahl hat auch in ihren Interviews oft die Unwahrheit erzählt. Immer wieder finden sich Widersprüche in ihren Aussagen. In Konjkje nehmen die Ereignisse an diesem Tag eine fatale Wende. Ein Soldat gibt einen Schuss ab. Unter den Gefangenen bricht Panik aus. Sie fliehen und werden von den Deutschen niedergeschossen. Riefenstahl wird am 12. September Augenzeugin, wie deutsche Soldaten der 10. Armee Amok laufen. Über 20 unschuldige jüdische Zivilisten bezahlen an diesem Tag die Schießwut der Truppe mit dem Leben. Unmittelbar nach dem Massaker von Konjkje verlässt Riefenstahl die Front. Sie kehrt nie wieder auf einen Kriegsschauplatz zurück, wie sie selbst später betont. Ona się wycofała, najwyraźniej, natomiast jej współpracownicy kręcili ten film dalej. Aber ihre Mitarbeiter drehten diesen Film weiter. Und deren Arbeit wurde dann zur Grundlage des Dokumentarfilms, den wir unter dem Titel Feldzug in Polen kennen und der vom Sieg der Wehrmacht über Polen handelt. Bei seinem Erscheinen 1940 wird der von Riefenstahls Kameraleuten unterstützte Propagandafilm von der NS-Führung als staatspolitisch wertvoll und volksbildend eingeschätzt. Während die gleichgeschaltete Presse die Rekordbesucherzahlen in den Kinos des Reiches feiert. Riefenstahl scheint sich rasch von den Schrecken in Konjkje erholt zu haben. Im Oktober 1939 nimmt sie an der Siegesfeier in Warschau auf einer Tribüne teil. Im Dritten Reich dreht sie weiter Filme auf Staatskosten. Von der NS-Diktatur wird sie sich auch nach dem Krieg nicht eindeutig distanzieren. Mitte September tritt Wilhelm Hosenfeld seinen Dienst in der Stadt Pabianice an. Wie der Rassismus zum alltäglichen Maßstab wird, erlebt Hosenfeld im Kriegsgefangenenlager, dem er als Wache zugeteilt ist. Auf höhere Weisung werden die Gefangenen selektiert. Volksdeutsche, ihr könnt nach Hause gehen. Polnische Schweine, willkommen im Stall. Sieh an, mein Sohn Israels. Für euch gibt's einen besonderen Empfang. Sie werden gleich abgesondert. Die Juden haben nichts zu lachen. Mich empört die rohe Behandlung, schreibt Hosenfeld. Sein Bruch mit der Ideologie des Nationalsozialismus kommt eigentlich erst, wo er in der Praxis sieht, beim deutschen Einmarsch in Polen 1939, was das eigentlich bedeutet für Menschen, die außerhalb eben des geschützten Raumes des Deutschen Reiches und der deutschen Reichsbürgerschaft sind, also diejenigen, auf die eigentlich der Krieg und die Besatzung abzielen. Und das verändert Hosenfeld. Dadurch sieht er auf einmal das Regime mit anderen Augen. Und das ist schon, finde ich, wichtig, sich anzuschauen, dass sich Menschen auch ändern können. Ganz anders Erich Ehlers. Er hat sich mit Leib und Leben einer verbrecherischen Ideologie verschrieben. Die Großstadt Radom in Zentralpolen. Es ist der neue Einsatzort von Erich Ehlers. Am 22. September findet eine Razzia der SS im Judenviertel statt. Auftrag der Einsatzgruppen ist es, gegen alle vorzugehen, die von den Nazis als Volksfeinde bezeichnet werden. Name, Wohnsitz, Konfession. Auch hier werden die Juden vom Rest der Bevölkerung abgesondert. Wir bringen euch deutsche Ordnung bei. Sie werden gedemütigt, drangsaliert und gequält. Verdammter jüdische Hamsterer.
Doch auch viele polnische Intellektuelle, Geistliche und Adlige werden von der SS verfolgt. Die Menschen jagten der Polizei- und Wehrmachtseinheiten in Polen 1939 geben einen Vorgeschmack auf das, was sich in Osteuropa in den nächsten Jahren abspielen wird. Noch müssen viele Juden nur Verhöhnungen und Erniedrigungen über sich ergehen lassen. Doch den Worten und Gesten werden Taten folgen. Es sind die ersten Schritte auf dem Weg zum organisierten Massenmord. Widerstand gibt es so gut wie keinen. Zu den wenigen Ausnahmen gehört Major Langhäuser, Generalstabsoffizier der Heeresgruppe Süd. Entschlossen verweigert er die Herausgabe von Gefangenen, die von der SS erschossen werden sollen. Ohne Gerichtsurteil könne er den Hinrichtungen nicht zustimmen. Doch Langhäusers Widerstand bleibt vergeblich. Denn der Befehl kommt von höchster Stelle, direkt aus dem Führerzug. Die Zivilisten werden noch am selben Tag erschossen. Major Langhäuser hat eine Eigenschaft bewiesen, die im Polenfeldzug 1939 selten ist: Zivilcourage. Zivilcourage als Soldat zu zeigen, bedeutet ja im Prinzip zu sagen, ich bin zwar jetzt hier in Uniform, aber die Uniform rechtfertigt keine Gräueltaten. Ich bin immer noch als Zivilist, als Einzelner verantwortlich für das, was ich tue. Was wir für zivilcouragiertes Verhalten auch brauchen, ist das, was Psychologen als Effizienzerwartung bezeichnen. Also die Erwartung, ich kann hier auch etwas Gutes bewirken. Während in den eroberten Gebieten damit begonnen wird, durch Terror und Gewalt die nationalsozialistische Neuordnung zu errichten, setzt die Wehrmacht ihre Offensive unter Einsatz aller Kräfte fort. Keine 3 Wochen nach Beginn der Kampfhandlungen sind die polnischen Streitkräfte fast überall besiegt. Nur Warschau verteidigt sich noch gegen die deutsche Übermacht. Mit allem, was ihr zur Verfügung steht, greift die Luftwaffe die polnische Hauptstadt an. Warschau ist die erste Metropole der Menschheitsgeschichte, die aus der Luft zerstört wird. Eine Unterscheidung zwischen Soldaten und Zivilisten findet auch hier nicht mehr statt. Mit der Kapitulation Warschaus geht der Polenfeldzug seinem Ende zu. 25.000 Zivilisten kommen bei den Kämpfen um die Stadt ums Leben. Die Frage nach den Opfern der deutschen Luftangriffe ist wichtig. Es handelte sich zwar um eine militärische Aktion, aber sie wurde oft gezielt gegen die Zivilbevölkerung gerichtet, um sie zu terrorisieren. Diese Bombardierungsopfer waren keine Kollateralschäden bei der Bekämpfung militärischer Ziele, sondern sie wurden absichtlich getötet, um die polnische Moral zu brechen. Auch Hunderttausende von polnischen Soldaten geraten jetzt in die Gewalt der Deutschen. Ihre Lebensumstände in den Lagern sind meist katastrophal. Die Gefangenen haben entsetzlichen Hunger. Ich kann mich nicht losmachen von dem Unglück dieser Menschen. Die Leute sehen mir an, dass ich mit ihnen leide. Gestern war Brotausgabe. Der Unteroffizier, der das Brot verteilt, wäre fast totgetreten worden. Die Gefangenen fielen übereinander her. Ich suche zu helfen, wo ich kann. Wie gern bin ich Soldat gewesen, aber heute möchte ich den grauen Rock in Fetzen reißen. Das kann man aus diesen Aufzeichnungen herauslesen, dass Hosenfeld eben in der Lage war, zu sehen und zu erkennen und dass er ja, ein Gewissen hatte und dass er eben an humanitären Werten orientiert war, an Werten der Menschlichkeit orientiert war, dass er sich überhaupt hat rühren lassen. Nach dem Krieg berichten polnische Augenzeugen über die wenigen Fälle deutscher Menschlichkeit und über die vielen Grauzonen. So besetzen am 6. September 1939 SS-Einheiten einer Panzerdivision ein polnisches Dorf. Die Soldaten treiben die jüdische Bevölkerung zusammen und sperren sie in die Synagoge.
Was geschieht hier? Jüdische Heckenschützen, Herr Hauptmann. Wir räuchern sie jetzt aus. Das ist zu grausam. Platz sie raus. Der Offizier kritisiert an diesem Tag die Art der Tötung, nicht den Mordplan selbst. Zurück bleiben in der Synagoge jene jüdischen Polen, welche die SS bereits erschossen hatte. Doch auch am Schicksal der überlebenden Juden ändert der Offizier nichts. Letztendlich stellt sich natürlich schon die Frage, was hat er denn gedacht, passiert mit den Juden, wenn man die da rauslässt? Hätte er die gleichen Probleme gehabt, wenn man die auf einen LKW geladen hätte und mit ihnen weggefahren wäre? Und das war ja nun tatsächlich ein Kennzeichen sehr, sehr vieler Deutscher in diesen Zeiten. Solange man es nicht selbst gesehen hat, solange man es nicht so genau wusste, war man im Prinzip fein damit. Also man hat beobachtet, dass die jüdischen Nachbarn plötzlich nicht mehr da sind. Und hat sich mit der vagen Erklärung, die werden umgesiedelt, dann auch gerne zufrieden gegeben. Züge von Menschlichkeit zeigen nur jene Soldaten, die in der polnischen Bevölkerung keine Untermenschen sehen. Herr Soldat, ich habe erfahren, Sie fahren morgen nach Krakau. Meine Eltern leben dort und wir sind ganz allein. Können Sie uns helfen? Ich habe auch 3 Kinder. Ich habe diesen Krieg wirklich nicht gewollt. Gerne nehme ich euch mit, fahre aber schon sehr früh ab. Es sind nur wenige Szenen der Menschlichkeit wie diese überliefert. Doch es gibt sie. No jeszcze jest tam wspomnienie mojej matki, więc taki przypadek o tym, jak to. Es gibt die Erinnerungen meiner Mutter, in denen sie erzählt, wie ein deutscher Offizier, der bei uns einquartiert war, eine Gruppe polnischer Jugendlicher unter einem Tisch versteckt hat, über dem eine lange Decke lag. Es war ein hochrangiger Offizier. Anfang Oktober 1939 ist der Krieg um Polen beendet. Die Wehrmacht hat an allen Fronten gesiegt. Die polnische Armee ist zerschlagen. Die Regierung ist geflohen. Warschau liegt in Trümmern. Die Sieger lassen es sich nicht nehmen, ihren Triumph in der Hauptstadt des Feindes zu feiern. Hitler ist einen großen Schritt weiter, um seine Pläne für den Lebensraum im Osten in die Tat umzusetzen. Bis Jahresende ermorden deutsche Polizisten und Soldaten etwa 60.000 Menschen in Polen, darunter 7.000 Juden. Heute ist Warschau eine blühende Metropole, ein Magnet für Touristen aus der ganzen Welt. Nichts erinnert mehr daran, dass kaum eine Stadt im Zweiten Weltkrieg mehr gelitten hat. Im Oktober besucht auch SS-Mann Erich Ehlers die polnische Hauptstadt. Fahrt nach Warschau. Stadtrundfahrt zeigt uns den Erfolg der Beschießung. Es wimmelt dort mehr als an anderen Orten von Juden. Und weiter schreibt Ehlers in seinem Kriegsalbum. Juden, nichts als Juden. Jetzt zittern sie um ihr Leben. Für die polnischen Juden, wie auch für die übrige Bevölkerung, beginnt mit der Besatzung der Wehrmacht die lange Zeit der Leiden. In Polen erlernen Hitlers Männer, was sie für den Massenmord brauchen. Skrupellosigkeit, Brutalität und die Überzeugung, zum Wohle ihres Volkes zu handeln. Ich glaube, dass der Zweite Weltkrieg von Anfang an als Vernichtungskrieg geführt wurde. Also sozusagen die Idee, wir besiegen den Feind, indem wir auch seine Zivilbevölkerung ausrotten. Das war von Anfang an ein Element dieses Krieges. Und
Da haben die Nazis auch wirklich keine Sekunde gezögert, das auch sofort in die Tat umzusetzen. Und das wussten die Offiziere, das wusste die SS. Und das ist den deutschen Soldaten auch sehr schnell klar geworden und die meisten haben halt eben mitgemacht. Die meisten, doch nicht alle. Wilhelm Hosenfeld entwickelt eine zunehmend kritische Haltung zum Regime. Auf einem polnischen Bahnhof östlich von Warschau erkennt er im Dezember 1939 endgültig den wahren Charakter von Krieg und Besatzung in Polen. Hosenfeld wird Zeuge von der Zwangsumsiedlung, die seit Herbst 1939 Millionen von Polen erfasst, unter menschenunwürdigen Bedingungen. Der Jude wird weniger geachtet wie ein Stück Vieh. Da liegt System drin. Sie sollen umkommen. Wenn ich an meine lieben Kinder daheim denke, steigt es mir heiß in der Seele hoch und ich möchte jedes Kind trösten. Ich möchte all diese Unglücklichen um Verzeihung bitten, dass die Deutschen so mit ihnen sind, so ruchlos, unbarmherzig, so grausam, unmenschlich. Sag Dankeschön. Das Unglück schneidet mir ins Herz. Woher ist dieser teuflische Plan? Wohin geht unser Weg? Eine einsame Stimme im Herbst 39. Nach 1945 wollen in Deutschland die meisten Täter und Mitläufer nichts von denen wissen, die Nein gesagt haben oder zumindest die Not zu lindern versuchten. Erst viele Jahre später erhielten auch diejenigen wieder eine Stimme und ein Gesicht, die gezeigt haben, dass es möglich war, sich auch in einem verbrecherischen Krieg menschlich zu verhalten. Man musste sich an Erschießungen nicht beteiligen. Man hat dafür keinen Orden bekommen, aber man wurde nicht selbst sofort an die Wand gestellt. Sondern wenn man gesagt hat, nee, ich möchte da nicht mitmachen, wurde das meistens ja sogar akzeptiert. Also insofern muss man schon sagen, haben viele deutsche Soldaten ihre Möglichkeiten da auch unterschätzt, was sie alles doch hätten tun können, um nicht selber zu Mördern zu werden. Walter K. wird in den nächsten Jahren an allen Fronten kämpfen und den Krieg überleben. Seine Enkel schildern ihn später als liebevollen und gütigen Großvater. Das Schicksal von Erich Ehlers ist unbekannt. Er gilt seit 1945 als vermisst. Niemand weiß, ob er im Krieg gefallen ist oder ob er ins Ausland flüchten konnte. Wilhelm Hosenfeld bleibt bis Kriegsende in Warschau, wo er vielen Verfolgten nach Kräften hilft. 1945 gerät er in sowjetische Kriegsgefangenschaft, wird verhört, gefoltert und stirbt 1952 in einem russischen Straflager. Über 50 Jahre später wird er posthum in Polen und Israel für seinen Einsatz und seine Hilfe während des Krieges geehrt.